Hallo, ihr Lieben. Oh, ein roter Strahl am Himmel. Woher kommt der nur? Vom Titanen. Entschuldigt, dass ich Ende der letzten Folge etwas angenervt war, weswegen ich auch die Tafeln nicht mitgelesen habe. Ich war einfach nur noch... Aber egal. Das Problem mit dem Sound ist gelöst. Ja, musste einfach das Programm meiner Capture Card updaten und dann ging es wieder. Was auch immer da schiefgelaufen ist. Wir machen das jetzt nochmal von vorne mit den Tafeln, ne? So, die Geschichte des Volkes der Zoras. Fünfter Teil, unsere ehrwürdige Ahnen Ruto. Es geht hier um Ruto, verdammt nochmal. Und das habe ich nicht gelesen. Niedergeschrieben von Dorfeln, König der Zoras. Vor langer Zeit, weit vor der großen Verheerung oder der Erschaffung des Titanen Varuta, lebte Prinzessin Ruto. Ihr Volk liebte sie nicht nur als Tochter der Königsfamilie, sondern auch als Dienerin der Schutzgottheit des Dorfes. Der Überlieferung zufolge war sie ebenso liebreizend wie lebhaft. Oh ja, vor allem lebhaft. Doch das Dorf der Zoras wurde von einem Mann mit finsteren Absichten heimgesucht. Im Zuge seiner Weltherrschaftspläne brachte er Leid und Verderben über das Dorf. Ruto wurde eine Weise und stellte sich ihm gemeinsam mit der Prinzessin von Hyrule und dem Helden entgegen. Ihre Heldentaten gingen nicht nur in die Geschichte der Zoras ein, sondern waren für ganz Hyrule von größter Bedeutung. Der Titan Varuta, der später für den Kampf gegen die Verheerung Ganon erbaut wurde, wurde nach ihr benannt. Zweifelsohne ist es nicht Zufall, sondern Schicksal, dass unsere Tochter Mipha zur Lenkerin Rutas erwählt wurde. Das mussten wir uns definitiv durchlesen. So, dasselbe mache ich nochmal mit dem anderen Stein, den wir schon hatten. Der ist ja da hinten. Und schön, dass es nicht regnet. Das finde ich herrlich. Wirklich. Das war nicht ironisch gemeint. Ich muss so kurz hier raufklettern. Oh, die Sonne. Oh, toll. So, das hier sollte reichen, um darüber zu kommen. Oder? Ich kletter mal noch ein bisschen höher. Oh, laufe. So, jetzt. Hui! Er steht da immer noch. Okay. So, nächste. Die Geschichte des Volkes der Zoras, zweiter Teil, die Allianz mit dem Königreich von Hyrule. Hyrule. Niedergeschrieben von Dorfeln, König der Zoras. Alle 10 Jahre wird Ranel von schweren Regenfällen heimgesucht, die früher den Zora-Fluss über die Ufer treten ließen. Die Fluten waren oft so gewaltig, dass Gebäude beschädigt und Zoras weggeschwemmt wurden. Das Leid war groß. So kam es, dass der König der Zoras den König von Hyrule aufsuchte, um einen Weg zu finden, die Fluten aufzuhalten. Die Konstruktion des östlichen Stausees begann. Das architektonische Geschick der Zoras vereint mit dem technischen Wissen Hyrules wirkte wahre Wunder. Nur ein Jahr später war der östliche Stausee vollendet. Die Überschwemmungen nahmen damit ein Ende. Als Zeichen seiner Dankbarkeit schwor der König der Zoras, auch Hyrule immer vor den Fluten zu beschützen. Dieser Schwur wurde in 10.000 Jahren nicht einmal gebrochen. So wurde der Stausee zum Zeichen unserer Bande mit Hyrule. Tätätä, und jetzt suche ich mal den dritten Stein in der Runde. Der müsste hier auch, glaube ich, ganz in der Nähe sein. Ja, ich guck mal. Die hier hatten wir schon irgendwann mal gelesen, aber ich mache es jetzt, damit wir alle 10 einfach beisammen haben. Die Geschichte des Volkes der Zoras, erster Teil, das ewig währende Dorf der Zoras, niedergeschrieben vom Dorfeln, König der Zoras. Seit Anbeginn der Zeit ist Ranel dank seiner häufigen Regenfälle ein Land voller klarem, frischem Wasser. Auf seiner Suche nach Wasser fand das Volk der Zoras vor 10.000 Jahren diesen Ort und ließ sich hier nieder. Dies war die Geburt des Dorfes der Zoras. Ranel war nicht nur reich an Wasser, sondern hielt auch reichhaltige Erzvorkommen bereit. Dies führte zur Entwicklung einer besonderen Steinmetzkunst, die zur Grundlage aller Zora-Bauten wurde. Das Dorf wurde in der Form einer einzigen Skulptur erbaut, das Meisterwerk der Zora-Architektur. Diese Kunst wurde zum Stolz des Volkes sorgsam von Generation zu Generation weitergegeben und gepflegt. So.
So viel dazu. So, hier hätten wir dann die nächste Tafel. Hier sind ganz viele Froschis. Ich meine, die hatten wir auch schon, oder? Komm her, kleine Krabbe. Bin mir gerade nicht sicher. Hallo, Frosch. Ich wollte den Frosch einsammeln. Egal. Die Geschichte des Volkes der Zoras, vierter Teil. Die Lichtschuppenlanze. Reden wir nicht drüber. Und das Reckenfest. Niedergeschrieben von Dorfeln, König der Zoras. Uns, Dorfeln und unserer Königin wurde das Glück zuteil, die Geburt unserer liebreizenden Tochter Mifa. Zu diesem feierlichen Anlass fertigte der Schmied Dento ein besonderes Geschenk für Mifa, die Lichtschuppenlanze. Die Prinzessin wuchs heran und wurde alsbald von den Rittern der Königsfamilie im Kampf unterwiesen. Alle Ritter verehrten sie zutiefst, doch keiner unter ihnen so sehr wie Segon, der Mifa wie eine eigene Tochter liebte. Unter Segons Führung wuchs sie zu einer vortrefflichen Lanzenkämpferin heran. Der Anblick Mifas, wenn sie die prächtige Lichtschuppenlanze schwang, erfüllte das gesamte Dorf mit Freude. Mifas Ernennung zu einem der Recken gereichte dem gesamten Volk der Zoras zu großer Ehre. Doch der Tag der großen Verheerung sollte auch ihr letzter werden. Mifa kehrte nie wieder in ihre Heimat zurück. Unser Dorf verfiel in tiefste Trauer. Niemand brachte es übers Herz, auch nur ihren Namen auszusprechen. Damit Mifas Seele in Frieden finden würde, beschlossen wir, ihre Lichtschuppenlanze dem Zora-Fluss zu übergeben. Da steht auch nochmal, dass die Lichtschuppenlanze im Wasser liegt. Nee, gar nicht. Das Duplikat von der einen Quest wurde von der Brücke geworfen von dem einen Typen. Haben die denn wieder rausgefischt aus dem Fluss? Egal. Doch plötzlich schien die Lanze in hellem Licht. Aha, ich hätte weiterlesen sollen. In hellem Licht, als sei sie von Mifas Geist erfüllt. Und die folgenden Worte waren zu hören. Mein Geist ruht in dieser Lichtschuppenlanze. Verbannt die Trauer aus eurem Herzen und trocknet eure Tränen. So fassten die Zoras Mut und gedachten Mifas Andenken, indem sie die Lichtschuppenlanze zur Schau stellten. Dies war der Beginn des Reckenfests. Frosch? Frosch weg. Okay. So, nächster Stein. Wird sogar schon langsam abends. Manchmal suche ich ein bisschen länger. So, die Geschichte des Volkes der Zoras. Erster Zusatz. König Dorfin entzieht einem Besucher das Gastrecht. Um das 100. Jahr der Herrschaft von König Dorfin durchquerte ein verirrter Wächter der Zoraner, das Zoraner Hochland. Er drang ins Dorf ein und wütete schwer. Die Soldaten waren machtlos, ihre Speere hinterließen kaum einen Kratzer. So marschierte König Dorfin bis zu den Toren des Dorfes und stellte sich dem mechanischen Biest entgegen. Mit aller Kraft packte er den Wächter und schleuderte ihn in den Abgrund. Er schlug hart auf dem Felsen auf und hörte alsbald auf, sich zu bewegen. Seine Untertanen, zutiefst bewegt von dieser mutigen Tat, priesen ihren König. Die Narbe des Königs auf... Wow, lesen. Die Narbe auf des Königs Stirn erinnert noch heute an diesen denkwürdigen Tag. So. Ich habe hier bei meiner Suche etwas entdeckt. Ich bin gerade hier auf der Karte. Also links vom Rutoberg. Rechts vom Titan, genau dazwischen. Und wir schauen uns mal an, was dahinter liegt. Eine Kiste. falls jemand noch ein bisschen Geld braucht, hier liegt was. So, da sehe ich auch schon die nächste Steintafel. Hier am Stau-Dingsbums. Stauwall, Stausee. Das Teil da halt. Ich habe heute irgendwie Lese- und Wortfindungsschwierigkeiten. Also alles wie immer eigentlich, ne? Die Geschichte des Volkes der Zoras, sechster Teil. Mifa, Recke der Zoras und der Titan Varuta. Niedergeschrieben von Dorfeln, der König der Zoras. Als der Titan Varuta beim Dorf der Zoras entdeckt wurde, eilte Mifa zum Fundort, um ihn selbst zu sehen. Man berichtet, dass ein ungewöhnlich leidenschaftlicher Funke in ihren Augen leuchtete, als sie Ruta betrachtete. Bald sprach sie mit großer Fürsorge von dem Titan, als sei er ein enger Freund. Als sie dann erfuhr, dass sie Ruta steuern sollte, kannte ihre Freude keine Grenzen. Mifa wurde mit unseren eigenen Segen zur Herrin Rutas.
Keine Entscheidung, die wir je treffen mussten, wiegt so schwer auf unseren Herzen wie diese. Doch statt unsere Tage voller Reue zu verbringen, beten wir stattdessen, dass Mifas Seele Frieden finden möge. Wie viele fehlen jetzt eigentlich noch? Tagebuch. Noch fehlender Gedenkstein. Einer. Welcher es nun ist, das weiß keiner. Ha, das hat sich gereimt. Steinchen. So, den Stein direkt neben den Zora-Dorf hatten wir, glaube ich, auch. Aber zur Vollständigkeit lesen wir den gleich mit. Oh, ein Stein. Ist da was drunter? Bernstein! Ach ja, das war ja das etwas schmutzige, etwas heruntergekommene Steinchen. Genau. Das lasse ich jetzt mal mit dem Vorlesen sein, weil ich bin mir sicher, das hatten wir schon und es ist halt auch schwer zu lesen. Da, warte. Der Zora-Helm wird seitdem in ein Heiligtum nahe des Sees im Norden verwahrt. Im Norden? Im Norden? Norden des Sees? Rutosee. Ja, jetzt ist halt die Frage, welcher See? Ich habe in den Kommentaren schon einen Hinweis gekriegt, eigentlich schon die Lösung. Viel mit einem Tipp hatte das nicht mehr zu tun. Ich muss mal kurz gucken, wo das ist. Hier ist ja der Rutosee. Aber der ist noch irgendwo an. Ah, hier. Hier ist der Totosee. Und dann kommt man direkt rüber zum Akala-Zeug. Zum Akala-Gebiet. Oder Akala. Genau. Mein Sohn guckt ja Pokémon Sonne und Mond, die Serie. Und da gibt es auch einen Ort, der Akala heißt. Habe ich so nebenbei mitbekommen. Ist das Absicht? Na gut. Die Tafel da unten hatten wir definitiv noch nicht, würde ich sagen. Ich glaube, das wüsste ich. So, Hallöchen. Hallöchen. Die Geschichte des Volkes der Zoras, dritter Teil, die Legende der Zora-Rüstung. Niedergeschrieben von Dorfeln. Die Legende zufolge regierte einst ein Zora-König, der keinerlei Geschick im Kampf besaß. Ungeachtet dieser Schwäche liebte seine Königin ihn dennoch zutiefst. Es kam ja auch auf die inneren Werte an. Eines Tages erreichte den König die Kunde, dass sich Monster in den Debon-Bergen zusammenrotteten. Zum Schutze seines Volkes sah der König sich gezwungen, in den Kampf zu ziehen. Die Königin, von großer Sorge geplagt, nahm eine ihrer eigenen Schuppen und wob sie in die Rüstung des Königs ein. Sie hoffte, sie möge ihn beschützen. Der Kampf verlief zugunsten der Zoras und die Hoffnung auf einen schnellen Sieg wuchs. Doch der Exalfos-General führte einen erbarmungslosen Gegenangriff durch und brachte den König in große Bedrängnis. Doch als der General sein Schwert zum Todesstoß erhob, geschah ein Wunder. Ein Teil der Rüstung des Königs reflektierte das Licht der Abendsonne und blendete so den General. Der Zora-König nutzte diese Gelegenheit und streckte den Exalfos-General nieder. Es war die schneeweiße Schuppe der Königin, eine Schuppe, die nur Frauen haben, die dieses Wunder ermöglichte. Diese Legende begründete die Tradition der Königstöchter, Rüstungen für ihre zukünftigen Gatten zu fertigen. Aha! Und das war der letzte. Uiuiui. Das heißt, die anderen haben wir alle schon gelesen. Die zwei, drei, die da noch waren. Ich glaube zwei. Gut. Dann gehe ich mal zu Dingsbums. Dem Typen da. Jaito. Und danach möchte ich zum Totosee. Und danach klapper ich Schreine ab, würde ich sagen. Und danach irgendwann, so 5 Folgen später oder so, nein, keine Ahnung, ich wollte noch meine Krogsamen eintauschen und vielleicht noch das ein oder andere Gebiet ein bisschen näher erkunden oder auch neu erkunden. Es ist einfach so verdammt viel zu tun in diesem Spiel. So. Wo ist denn dieser Jaito? Ganz hinten auf jeden Fall. So, hier ist der gute Herr. Jaito, nicht Jaito.
Link, du scheinst alle Gedenksteine gefunden zu haben. Ja, ein paar waren verwittert. Dann sage mir doch bitte, was auf ihnen geschrieben stand. Ja, hier das und Ruto und so. Die Geschichte, Kultur und Heldentaten der Zoras, alles ist hier festgehalten. Dank deiner Hilfe konnte ich den Inhalt der Gedenksteine zusammenfassen. Link, du hast mir und der Wissenschaft einen großen Dienst erwiesen. Erlaube mir, dir eine Belohnung auszuhändigen. Ein Diamanten, den brauche ich. Weil, wegen, hier, den benutze ich nicht eigentlich, aber ich würde ihn gerne mal... Boah! Okay, das ist sehr cool. Ich überlege, was ich ablegen könnte. Hier, davon habe ich zwei. Weg damit. Ich möchte einmal kurz zum dorfeigenen Schmied. Er brauchte nämlich die Zora-Lanze und einen Diamanten, um irgendwas nachzuschmieden. Ja. So. Abkürzung genommen. Ja, hallo. Hier, der gute Herr. Hi. So sieht man sich wieder. Was möchtest du? Zeremonielanze, Lichtschuppenlanze. Zeremonielanze? Auch wenn die Zeremonielanze eine Kopie ist, so ist sie genau wie die Lichtschuppenlanze eine königliche, eine Königswaffe. Nur mir ist es gestattet, sie anzufertigen. Jawohl, dafür braucht es eine Sondererlaubnis. Ach so. Hä? Wenn sie dir verloren geht, bringe eine Zora-Lanze und 5 Feuersteine zu mir. Okay. Was ist mit der Lichtschuppenlanze? Ja, ich spüre es. Sie, ne? Ja, bitte. Eine Zora-Lanze, ein Diamanten und 5 Feuersteine. Du scheinst alle nötigen Materialien dabei zu haben. Ja! Diamanten sind sehr selten. Ja, ich bin sicher. Alles klar. Ich meine, bei den einen Typen kann ich 10 Lichtsteine gegen Diamanten austauschen. Von daher, so selten scheinen Diamanten nicht zu sein. Hallo? Ah. Puh, das war eine schwere Geburt. Wo ist denn das Kind? Okay. Sorgsam damit um. Eine Lichtschuppenlanze! Die einzigartige Waffe der großen Mifa. Für ihre Heilkräfte ist Mifa berühmt, aber dass sie auch eine erstklassige Lanzkämpferin war, ist weniger bekannt. Das hat die, die Dings, die... Guck mal, jetzt haben wir eine Zeremonielanze und eine Lichtschuppenlanze. Der Stein hat das aber nicht gesagt. Der sagte, ja, Mifa war eine tolle Kämpferin. So unbekannt war das nicht. Endet dein Name zufällig mit da? Oh. Ne, leider nicht. Mhm. Okay, nein, ich, tschüss. Mhm. Okay. Als nächstes wollte ich zum Totosee. Okay, dann wollen wir da mal hin. So, hier wären wir nun. So, ein bisschen verwittert hier, ne? Dann schauen wir mal, wo dieses Helmchen ist. So. Hier schon mal nicht. Oh, Fischi, Fischi! Hier sehe ich auch noch nichts. So, hier vielleicht? Ah, guck mal. Fast nicht gesehen. Da ist schon mal eine Kiste. Bist du hier drin? Tatsächlich. Krass. Jetzt haben wir alle 3 Teile. Das werde ich bei Zeiten natürlich auch noch aufwenden gehen. So, jetzt habe ich volles Schwimmtempo. Ich sehe aus wie ein Zora. Voll cool. Ja, was gibt's denn hier sonst noch so? Hier kommen wir ja wieder ins Akala-Gebiet. Genau. Und ich überlege gerade, da war der Turm. Hier habe ich, glaube ich, mal nach Lichtsteinen gesucht.
Und hier in der Gegend sollte ich mich nochmal genauer umsehen. Genau. Da hatte mich ein Kommentar darauf hingewiesen. Und das war hoffentlich ein guter Tipp. Es waren nicht zu viele Infos, auch nicht zu wenig und ich hoffe, es lohnt sich. Schauen wir mal. So, ich weiß, dass hier reitende Gegner sind, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Und ich sollte bei Zeiten auch mal... Oh, schön. Bei Zeiten sollte ich auch mal wieder ein bisschen Essen kochen und so. Und jetzt schaue ich mich hier erstmal um und hoffe, ich finde was Schönes. Wow. Ich habe hier ziemlich große Pilze gefunden. Oh, guck mal nach, was das aussieht. Hallöchen, das ist hier auf der Karte. Ja, gucke mal, wonach das aussieht. Oh Gott, ich hasse Gewitter. Zumindest in diesem Spiel. Im echten Leben mag ich Gewitter eigentlich ganz gerne. Uah, Hilfe. Das hat einen Baum erstmal umgeschmissen. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sammle kurz hier ein bisschen Zeug auf, bevor ich die nette Dame öffne. Sag ich mir, oh, guck mal. Hier sind Blümchen. An was erinnert mich das? So, eins, zwei, drei, vier. Fünf? Fünf? Wo ist die fünf? Oh Gott, es hat endlich aufgehört. Wo ist die fünf? Hier fehlt doch noch was. Boah, das ist der Donner weggewämst. Ist das fünfte Blümchen vielleicht hier oben? Wäre komisch, aber... Ah doch, da, schau mal, tatsächlich. Hallo, Krok. Ja, du hast mich entdeckt, dein Krokchen. Juhu. Jip, jip. Nee, warte, das war... Jip, jip war Appa. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls du noch nicht genug von mir hast, findest du hier rechts ein weiteres Video von mir oder die Playlist zu diesem Projekt. Hier links oben kannst du meinen Kanal abonnieren, falls du es noch nicht hast. Und hier links unten kommst du zu meiner Tipi-Seite, falls du mich noch ein klein bisschen mehr unterstützen möchtest. Ich freue mich über jeden Kommentar und jedes Däumchen und bis demnächst. Tschüss.